Man schmeißt die Musik aus. Hi, jetzt müssen wir uns mal ein bisschen schneller entscheiden. Oh nein. Ja, moin. Okay, komm. Oh Gott, wir haben überlebt! Nicht überlebt. Oh shit, Alter. Jetzt ein bisschen mit Schwung. Nein, das wird nichts. Okay. Wir halten uns. Ich gehe nämlich davon aus, dass wir mit den Dingern mitfahren können. Oh Gott. Ja! Ja! Lalala. Ich komm voran ohne große Mühe. Guten Tag. Müssen wir kurz drehen wieder? Okay, let's go, Baby. Ja, genau, let's go, Baby. Ja, absolut. Ey! Das war jetzt mein eigener Fehler. Hui, schön geschwungen. Oh, man hat immer keinen Bock hier zu verbrennen, ey. Okay, let's go. Und schön mit Schwung hier. Ich dachte gerade, warum macht er nicht? Oh. Nein! Ja, genau, das ist das Problem. Oh shit. Komm! Ja! Haben wir geschafft, siehste. Und weiter. Jetzt schön mit Schwung. Sauber. Sauber, 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 sauber. Ja. You're doing great. I Danke. Could even get excited, if I could. If I could. Oh, noch mehr. Oh, die Musik. Nice. Gefällt mir. Nein, komm, komm. Und ranziehen nebenbei. Ja. Haha. Und weiter geht's. Und Schwung. Schön mit Schwung. Auch wenn es heiß wird unten. In der Buchse. Oh, brennt das unten rum. Guck mal, ich glaube, man kommt jetzt schon gut rein, oder? Das mache ich nur gerade mit einem immer nur. Nein! Scheiße, siehst du, jetzt wollte ich mal mit dem anderen machen und den schaffe ich es nicht. Ah, oh, das war knapp. Jetzt sind wir wieder am Start. Puh.
Und weiter. Alter. Okay, es wird immer anspruchsvoller. Heia! Auch wenn es heiß wird. Nein! Oh Gott. Alter, das war knapp. Und weiter. Nicht stehen bleiben. Immer vorwärts, wie der General doch mal gesagt hat zu uns. Ich kann nämlich theoretisch Ranziehen-Taste und Schub gleichzeitig drücken. Habe ich auch nochmal so einen kleinen Nebeneffekt. Heiß, heiß, heiß! Do you know that the distance from Jupiter to Earth is exactly 771.721 million kilometers? Nee, wusste ich nicht. Meine kleine Nervensäge. So, jetzt ist keine Musik mehr. Ui. Und zack, das ist geil mit dem Schwingen. Oh Gott, das war knapp. Hilfe! Was ist das denn? Aua. Ah, aua. Toll. Nicht, dass ich da hier mit rumfahren könnte sonst. Ja, jetzt ist eh zu spät. Komm her. Nimm mich mit. Alter, was ist das denn? Oh ja, nimm mich mal mit. What the fuck? Oh, guck mal, wie es mich hier schön mitnimmt. Geil. Comrade, aua, oh, meine Schulter. Agriculture progress on the moon. Lunar aha. Potatoes make the best moonshine known to man. Okay. Ah, das Glas. Lass mich hoch hier. Ui. Und ja, wie gesagt, mir wird nicht schlecht dabei. Es ist auch trotzdem ein nices Gefühl, einfach so ein bisschen rumzuschwingen, zu fallen. Und es wird ja auch immer schwerer, merkt ihr ja. Und da muss man später auch immer mehr nachdenken. Muss ich ja auch nochmal schlau machen, wie viele Level es gibt und so. Den Preis weiß ich jetzt leider auch noch nicht, wie teuer es wird. Kann ich vielleicht nochmal in den Kommentaren nochmal nachträglich eintragen. Sehr interessant, hör mal. Kann ich hier noch irgendwie mit einem reden? Nee. Guten Tag. Au, nein! Aua! Uah! Meine Nase! Ich bewege mich manchmal gerne so. Hä, was ist das denn? Ich drücke einfach gerne rote Knöpfe, tut mir leid. Ah, das Ding bewegt sich jetzt! Ah, machen wir mal an. Für den nächsten, wa? Ist das jetzt wirklich wegen mir? Ja. Okay, die Dinger, die sind jetzt ausgeschaltet. Ja. Achso, warte mal. Ich muss das jetzt aktivieren. Muss ja auch einen Sinn haben. Und jetzt fahre ich mit dem wahrscheinlich irgendwie da rein, wa? Kann das sein? Kann das sein? Lass mich doch mal kurz gucken. Ja, ja, Tatsache. Tatsache. Siehst du, habe ich schon geahnt. Gut. Dann wäre es praktisch, wenn wir die oben nämlich stoppen. Im perfekten Moment. Dafür ist es nämlich noch da. Und zwar hier den linken Knopf. Genau, wenn er drüber ist. Wo bleibt denn der stehen? Können wir mal probieren. Müsste klappen. Cool. Ah, nicht einklemmen. Guten Tag. Nimm mich mit. Nimm mich mit. Warte mal kurz. Ich muss mal kurz hier die Balance finden.
Nein! Nimm mich mit. Nimmst du mich mit? Ja. Guten Tag. Das ist schnell. Ich höre schon den Wind an meinen Ohren. Das ist schnell. Die Tür bitte auf! Okay, das ist schnell. Das ist schnell. Ja. Die Mucke ist perfekt dafür. Nice. Was ist denn das? Was? Oh. Was war das? Ich stehe einfach nur da. Ich hätte mich umgucken müssen, ob ich irgendwo was... Alter, es zerquetscht mich einfach. Heilige Scheiße. Ja, ey. Also vielen Dank nochmal fürs Zuschauen, dass ihr am Start wart. Und dann habt ihr vielleicht auch jetzt mal so wenigstens jetzt auch schon mal einen kleinen ersten Einblick. Ich weiß nicht, ob es die erste, ich glaube nicht, dass es die erste Folge noch sein wird. Glaube ich auf keinen Fall. Ich weiß auch nicht, wie viele Folgen noch rauskommen werden. Also so wie ich es jetzt gerade spiele, ich denke schon, also ich glaube, ich habe schon fett Bock, das weiter zu zocken und das auch zu Ende zu spielen. Muss ich da selber wirklich persönlich sagen. Also da, ich habe echt Bock, das fertig zu spielen. Und noch zu gucken, wie weit es noch geht und was noch alles für Hindernisse kommen und alles. Hat mir doch ganz schön was angetan, ne? Das Spiel hat es mir angetan. Hätte ich am Anfang nicht gedacht, weil ich den Trailer halt gesehen habe und mich persönlich, wirklich muss ich sagen, mich hat es nicht angesprochen. Ich dachte so, nee, das ist nichts für mich. Habe ich wirklich gedacht so halt, ja. Aber dann halt zum Antesten, kann man dann mal probieren, dachte mir auch, test es mal. Trotzdem und ja, hat man jetzt gemerkt, also ich selber. Auch wenn man manchmal auch beim Trailer oder beim so Trailer-Gameplay oder so, auch gerade beim VR, bei VR allgemein, denkt so, ist wahrscheinlich nichts für mich. Sollte man es doch mal probieren, habe ich auch gelernt. Weil wenn man die Brille auf hat und drinne ist, ist es nochmal eine komplett andere Immersion, ein komplett riesen anderer Unterschied, anstatt ihr auf dem Bildschirm einfach einen Trailer darüber seht. Ja, und wenn ihr mit der Brille in VR richtig drin seid und da rumhantiert und euch rumschwingt überall, ist das nochmal eine ganz andere Welt. Und das hat mir auf jeden Fall sehr viel... Sprachfehler ist coming wieder mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht bisher. Muss ja nicht auch immer nach dem letzten Test. Muss ja auch nicht immer gefallen. Deshalb dachte ich ja, auch mach's mal einen Test. Es gibt auch Spiele, die ich auch selber teste oder die man testet und dann findet man die nicht toll. Dann spielt man die auch nicht zu Ende. Ich will jetzt auch gar keine anderen Spiele nennen oder so. Samurai Awakens. und ja, bei dem sage ich mir zum Beispiel jetzt, wo ich letztes Test gemacht habe, ich werde wahrscheinlich das auch weiter zocken. Vielleicht auch als Folgen. Ne, weitere Folgen darüber machen. Und ja, bei dem Game bin ich mir einfach sicher, dass ich das hier auf jeden Fall weiter zocken werde. Weil es macht einfach auch mehr Fun, als man denkt. Einfach dieses Rum. Man muss halt wirklich am Anfang erstmal kurz ein bisschen klarkommen mit der Steuerung und alles, ja. Wieso es geht, welche Taste man drückt. Da kannst du auch kombinieren mit, wie ich gesagt habe, mit ranziehen und auch diesen Schub machen, dass du dich ranziehst und noch dabei schwingst schön. Und dann nimmst du mal schön Schub auch noch mit. Für die nächste Runde, wenn du in den nächsten Raum reinkommst und so, da kannst du noch ein bisschen viel mehr rumspielen. Das waren, was ihr jetzt gesehen habt, immer nur noch eigentlich wirklich Anfänger alles. Und ja, wenn man ein bisschen mehr Profi-like da drinne wird, dann kann man da in dem Spiel richtig ordentlich rumschwingen wie Spider-Man, ey. Und richtig was draus machen noch. Noch mehr. Ja, wird auf jeden Fall alles noch viel schwerer werden, da bin ich mir ganz sicher. Da müssen wir wahrscheinlich mehr spielen, um wirklich zu sagen, oh, ich feiere das Game oder so. Aber ich bin beeindruckt. Weitaus positiver als vorher gedacht. Als vorher vom Trailer, wo ich zuerst dachte einfach, ja, nee, ist, glaube ich, nicht mein Ding. Aber da sieht man's. Da sieht man's wieder. Keine Vorurteile, niemals eigentlich im Leben zu allen Sachen keine Vorurteile haben. Einfach mal testen. Ne? Und da haben sich auch viele coole Sachen ausgedacht. Müsste mal einfach überlegen, was sie sich alles ausgedacht haben. Die ganzen Hindernisse und diese fahrbaren Dinger alles. Und jetzt am Ende, wo ich gestorben bin, da wo du auch im Moment checkst, so was habe ich jetzt falsch gemacht. Scheiße, ich wurde zerdrückt. Das war auch geil. So geil habe ich so gefeiert gerade. Ja, dann würde ich sagen, ja, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ne? Freut mich immer wieder, für euch Videos zu machen und dass ihr auch immer am Start seid. Und Let's Plays rauszuhauen oder Let's Test. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein und macht's gut. Ciao.